Moin und willkommen zurück zu Dysons Fair-Programm. Und das letzte Mal hatten wir unter anderem auch hier das erste Mal ein Ölextrahierer aufgestellt. Das heißt, wir haben das erste Mal Öl. Ein bisschen komisch finde ich, dass es dann in verpackter Form kommt, aber sowas Ähnliches hatten wir ja auch mit dem Wasser. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen an, wie es hier mit dem Öl weitergeht. Und dann oder beziehungsweise nebenbei. Weil der letzte Angriff in der letzten Folge hat mich so ein bisschen, ja, war chaotisch. Sagen wir es mal so, dass ich da vielleicht jetzt erstmal in Richtung Verteidigung forsche. Und zwar, ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir werden es rausfinden. Die Schlachtfeldanalysebasis, die aktivieren wir mal. Und dann gucken wir mal, wie es da so weitergeht. Da gibt es zum Beispiel noch einen Raketenturm und so weiter, dass wir das machen. Und dann würde ich nach dem Öl und was alles noch so zwischendrin kommt, vielleicht ein bisschen umdenken wollen. Ich glaube, so wie wir gebaut haben, ja, bin ich ein bisschen auf dem Holzweg. Ich denke mal, man kommt trotzdem irgendwie von A nach B, aber wir müssen mal etwas größer denken. Und zwar habe ich mir so einen kleinen Hotspot schon mal ausgesucht. Wir gehen, das ist unsere Base da hinten. Genau, also irgendwo hier so her, da haben wir Eisen, da haben wir Kupfer. Und da werden wir mal eine Produktionslinie aufziehen und zwar so, ja, ein bisschen ähnlich wie ein Factorio vielleicht, dass wir da das ganze Eisen raushauen und dann eine ganze Reihe an, ja, Schmelzöfen hinsetzen. Genauso mit Kupfer, dass wir da einfach sehr viel haben, dass ich nicht jedes Mal, wenn irgendwas Neues kommt, von vorne anfangen muss, erstmal Kupferplatten zu machen, Eisenplatten zu machen und so weiter und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Gut. Ziemlich krass finde ich übrigens, dass hier Tag ist und bei hinten in der Base dunkel. Also ich weiß nicht. Man muss das wirklich mögen mit der Rundung. Ich habe damit grundsätzlich kein Problem. Ich finde es ein bisschen arg krass. Also der Planet ist sehr klein, wenn man so will. Und ich verliere da, also ich persönlich zumindest, wieder ein bisschen Überblick. Aber gut, so ist das. Wir schalten mal die Erzinfos wieder aus. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir jetzt hier weitermachen. Wir haben bis zum nächsten Angriff noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt nicht in Panik verfallen. Das kommt dann wieder, wenn der Angriff kommt. Also, dann bauen wir mal. Wir haben ein neues Gebäude und zwar die Ölraffinerie. Da habe ich jetzt zwei Stück. Hier ist unser Öltank. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir die vielleicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Reihe schalten kann. Deswegen setzen wir dies einfach mal so hin. Mitten in die Bäume, dass die auch mal wegkommen. This facility produces various products. To filter its products, you need to configure sorter Sortierfilter, features. okay. When building a sorter, What? press tab or arrow keys for filter configuration. Okay. Plasmaveredelung. Das Einzige, was wir machen können. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. Das ist die Verkehrsüberwachung, das ist der Verteiler. Also sowas wie den Filter auf Tab habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden. Und es kommt Wasserstoff raus. Okay, also es kommen zwei Sachen raus. Okay, da müssen wir mal gucken. Also als allererstes brauchen wir hier mal wieder Strom. Und dann würde ich sagen, ziehen wir da jetzt einfach mal ein Förderband. Ja, eigentlich können wir es auch direkt so machen. Das wäre vielleicht noch besser. Bäm. Wir machen noch ein bisschen weiter. Schlachtfeldanalyse. Ausgestattet mit 12 Baudrohnen. Sie kann auch Kampfdrohnen. Interessant. Moment mal. Ich muss die Bäume wegmachen. Es tut mir leid. Wir machen das schnell erstmal noch die Greifarme hin. Und dann gucken wir uns mal die Schlachtfeldanalyse an. Habe ich das Gebäude jetzt schon in den Taschen? Wo ist es denn? Hier bei Verteidigung wahrscheinlich. Nein, manchmal ist es so, wenn man was forscht, bekommt man es. Ich kann es nicht bauen. Oh Gott. Das habe ich noch gar nicht. Geil. Müssen wir machen. Gut.
Aber das haben wir im Hinterkopf. Zumindest ich für eine kurze Zeit. Dann geht's hier weiter. Was haben wir hier? Prototyp. Anzahl der Bodenstaffeln. Klingt interessant. Aber dazu bräuchte ich halt erstmal dieses Gebäude aktivieren. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was hier passiert. Und dann schauen wir, wie wir diese... Ja, was auch immer das gerade eben war. Mikrochips oder so bekommen. Was bekommen wir denn hier? Was bist denn du? Du bist ein... Eine Flüssigkeit, oder? Sieht man das irgendwie? Klar, es ist ein Tropfen, okay. Aber gibt es da irgendwie ein Zeichen? Weil Wasserstoff ist... Ja, eigentlich auch, oder nicht? Problem ist... Jetzt ist, glaube ich, das Problem, was der mir gerade eben gemeint hat oder gesagt hatte. Wir gucken mal ganz kurz, ob das funktioniert. Jetzt bekomme ich ja zwei Sachen raus. Nein, wir bekommen nur das raus. Wo bekomme ich jetzt das Öl raus? Ist das ein anderer Slot? Oder erkennt ihr das von alleine? Wir testen mal was ganz kurz. Wenn ich jetzt sage, okay, wir machen hier den Greifarm darüber. Ah, okay. Nein, hier wird es jetzt gemischt. Ach so, nee, Moment mal, das wird grundsätzlich gemischt, bloß es ist erst wahrscheinlich der Wasserstoff rausgelaufen und danach das Öl. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich das am blödsten aufgeteilt? Lagerung? Nee, Quatsch, hier, Logistik. Verteiler. Das müsste doch passen, oder nicht? Zack. Aber ich kann hier nichts einstellen. Oder bin ich schon zu weit? Wir machen den nochmal weg. Fragen über Fragen. Wir gehen mal hoch zur Logistik. Was haben wir denn hier? Depot. Förderband. Noch ein Förderband. Ich glaube, da bin ich eh schon zu weit. Hinten. Er hat es mir erklärt. Das ist die Stadt für Anis. Moment mal. Da unten ist noch ein bisschen was auf Chinesisch. Ungeheuerlich. Leitfaden für Türme. Mist. Wie bekomme ich das jetzt aufgeteilt? Ah, Moment mal. Moment mal, wenn wir jetzt... Ich will es erstmal so testen. Ich kann doch hier einen Filter einstellen. Ja, ja, genau. Genau. Warum ist hier eigentlich ein Filter eingestellt? Ich hoffe nicht, oder? Das testen wir. Wir machen jetzt mal hier ein Lager hin. Ah, das war jetzt ein bisschen weit weg. Das war jetzt blöd. Und wenn ich jetzt da den Greifarm rüberziehe. Und hier einen Filter einstellen. Wasserstoff. Deuterium Wasserstoff. Ein Strom. Jetzt lagert er nur Wasserstoff ein. Und dann machen wir jetzt hier nochmal ein Lager. Okay, die Forschung läuft noch. Dann ist das ja ein Feststoff. Kann ich das Öl auch? Nee, das muss ich dann in ein richtiges Lager, in so ein Lager machen. Testen wir einfach, keine Ahnung. Weil es ist ja theoretisch verpackt, oder? Dann habe ich das vielleicht in verpackter Form eingelagert.
Was jetzt nicht wirklich Sinn macht, oder? Dann kann man das quasi einlagern in welcher Form auch immer. So. Nee, Moment mal. Filter. Öl. So, dann nehmen wir das hier einfach mal mit. Bringt das eigentlich Energie? Ich glaube schon, oder? Steht zumindest dabei. Kann ich das da reintun? Nicht, dass mein... Ja, anscheinend. Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass der nicht weiter einlagern kann. Ach, Moment mal, ich sollte vielleicht erstmal den Wasserstoff, der hier noch drauf liegt, wegmachen. Jetzt. Jetzt passt das. Ja, nee, das ist schlecht. Das ist schlecht, Leute. Warum ist das wieder im Wasserstoff durchgerutscht? Okay, vielleicht brauche ich hier. Wir machen mal U. Einfach ein schneller, denn. Jetzt wäre es interessant, was passiert, wenn da jetzt mal eine ganze Reihe kommt, ja. Nee. Aber ich habe eine Idee. Wir machen einfach daneben nochmal einen hin. Filter. Jetzt habe ich keinen Filter eingestellt. Ah, geil. Wasserstoff. Und jetzt sollte nichts passieren. Jetzt habe ich hier halt noch das Öl drin. Okay. Und hier nichts. Aber da vorne liegt jetzt wieder so ein Wasserstoffdingchen. Dann kommt da jetzt nochmal ein Förderband her. Ja, viel experimentieren am Anfang. Prototyp freigeschalten. Okay, Moment. You've unlocked prototype. This Moment. Prototype is the origin of combat drones. It follows and assists Icarus in combat. Before dispatching combat drones, in the mecha panel, you can choose which type of combat drones to be deployed for each squadron and ensure there are Okay. sufficient combat drones in the Aber das sind jetzt Drohnen, die ich bei mir dabei habe. Attack enemies by default. You can also dispatch them in the combat interface. Vielleicht sollte ich das auch noch mal upgraden. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass es dann zu schnell geht. Dass die beide wieder nicht mehr hinterherkommen. Ich könnte sicherheitshalber einfach da noch mal einen hinsetzen. Ist ja scheißegal. Bloß einen Filter brauche ich wieder. Gut. So, Moment mal. Ich muss, glaube ich, jetzt erst ein... Ja, hier. Halbleitermaterial. Das war das. Das muss ich jetzt forschen. Hat der jetzt echt auf die Uhr geschaut? Der Roboter? Zu langsam bin ich. Okay, tut mir leid. Ja, so passt das. Jetzt haben wir das zumindest mal eingelagert. Wunderbar. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie funktioniert das? Ich habe hier irgendwie... Das sind meine Baudrohnen. Ich habe ein Magazin. Ich sollte mich mal voll machen mit Munition. Und hier habe ich Einheiten. Was haben wir denn hier? Prototypen habe ich. Habe ich noch nicht. Ich mache jetzt meinen Prototyp. Aber ich habe halt noch eh keine. Was ein bisschen cooler wäre, wenn ich die irgendwo hinsetzen könnte. Und dass sie dann von alleine sich verteidigen. Oder die Base verteidigen. Weil das war letztes Mal ein bisschen ein Problem. So, Moment mal, wir gehen mal. Hier ist meine Munition. Und dann schauen wir mal in den... Ich kann das gar nicht aus dem Lager direkt reintun, oder wie? Geht tatsächlich nicht. Ist ja dumm. So, wie schmeiße ich das Zeug weg? Wie kann ich das wegschmeißen? Ich habe ein bisschen wenig Platz. Also, wir machen das erstmal so. Erst einmal. Und dann öffnen wir das hier. Das ist ein bisschen umständlich, muss ich sagen.
Und hauen hier. Die Forschung ging jetzt verdammt schnell. Munition rein. Ja, okay, dann bleibst du halt. Hauen oben noch ein bisschen die Biomasse rein. So, jetzt sind alle glücklich. Und das geht auch noch, oder? Ne, das Slot da hinten ist noch besetzt. So. Gut, kann ich noch irgendwas für oder von mit dem Mech forschen? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Holz, Kohle und das Graphit. Und dann schauen wir uns mal das neue Teil an. So, Moment mal, hier ist das Wasser. Hier ist das Graphit, ist das, glaube ich, gewesen, ja. Und die Kohle war hier. Hier wird die eingelagert, genau. Ah, ein bisschen Umweg geflogen, ist egal. So. Jetzt wird das mal geforscht. Passt. Dann hat der Mech, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, von Grund auf eine höhere Energieversorgung. Was dann ein bisschen wieder meine Ressourcen schont, die ich da mal reinballern muss. Produktion. Wir müssen mal durchgucken, wo ich das baue. Aber ich gehe mal fest davon aus, hier. Oh, ich muss sogar die Drohnen bauen. So, hier brauche ich tatsächlich bloß das hochreine Silizium, aber das habe ich noch gar nicht. Das heißt, wir müssen mit einem anderen Gebäude anfangen und wahrscheinlich mit einem Schmelzofen. Habe ich wieder keinen Klassiker. Wird er gebaut? Nee. Doch. Nee, Quatsch, das ist das falsche Gebäude. Moment mal, hier, den hier. Doch, der wird gebaut. Hier. Was brauche ich dazu? Das Siliziumerz. Oh, gut, und wo bekomme ich das her? Eine Siliziumader. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, muss ich fairerweise aber auch sagen, ich habe nicht wirklich darauf geachtet. Wir schalten mal die Verteilung wieder an. Es kann wahrscheinlich auch sein, dass ich das vielleicht gar nicht auf dem Planeten habe, ja? Dass ich da zum Beispiel wieder woanders hin muss. Das wäre natürlich dramatisch. Nee, ich hab's doch. Nee, ich habe hier kein Silizium. Ja, und jetzt? Das heißt, ich kann das gar nicht machen, weil ich kein Silizium auf dem Planeten habe. Ist ja scheiße. Wie kann ich eigentlich, wenn ich jetzt mal gucke, Moment mal. Nee, das wollte ich doch gar nicht. So, hier bin ich. Habe ich alles noch gar nicht entdeckt. Wie kann ich eigentlich den Planeten verlassen? Muss ich da einfach ganz normal fliegen? So oder wie? Und dann da hoch? Nee, ich kann nicht höher fliegen, oder? Nee, höher geht nicht. Hm. Ja, das mit dem Silizium ist natürlich... Außerdem wird mir meine Energie gar nicht reichen. Das mit dem Silizium ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Ja, was mache ich denn jetzt? Shit. Dann geht's da jetzt gar nicht weiter für mich. Das ist Katastrophe. Benötigt brennbare Einheit. Warum? Ist es eine Forschung brennbare Einheit? Ah ja. Dann machen wir das mal. Das ist ja echt bitter. Gut, während wir so ein bisschen forschen,
Können wir schon mal mit unserer Produktionslinie so ein bisschen anfangen. Ich brauche auf jeden Fall. Mir geht ja alles aus. Wir müssen mal zu unserem Lager. Das ist... Orientierung habe ich hier. Das ist eine Vollkatastrophe. Hier ist Stahl. Das ist Wasser. Ne, hier müsste das irgendwo... Moment mal. Öl? Und das meine ich eben. Mit dieser Rundung, dass man da halt immer... Da hinten ist es. Finde ich jetzt nicht so geil, bin ich ehrlich. Also gut. Dann hatte ich gebraucht auf jeden Fall die hier. Und die hier. Die sind ja direkt daneben. Perfekt. Brauchen wir mal ein paar Sammler. Und auf jeden Fall einen Haufen Schmelzen. Erstmal. Gut. Ich muss tatsächlich nochmal gucken. Ich kann es nicht glauben. Warum bekomme ich kein Silizium her? Ich habe ein bisschen was bekommen durch irgendwie, keine Ahnung, Bäume abbauen oder sowas, weiß ich nicht. Oder hier das Erz so aufsammeln. Gibt's nicht. Dass man daraus Muscheln herstellen können. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Wir müssen, heute ist Forschungstag. Kristallschmelze. Da brauche ich schon die roten. Das ist übrigens auch, bin ich gespannt, Foundations, wenn ich die gerade ziehe, dann müsste ich doch theoretisch bei so einer krassen Rundung so einen Steg raus haben, oder nicht? Oder ist die Foundation auch so ein bisschen gerundet? Könnten wir mal testen, Sonnenkollektor? Ja, wir haben jetzt Zeit, wir müssen eh noch was machen. Gut, und wir wollten... Dahinter. Genau, dass wir hier mal eine dicke Produktionslinie aufbauen. Dann bin ich halt sehr weit verteilt, wenn Angriffe kommen. Das ist natürlich nicht so geil, aber okay. Hier ist nämlich ziemlich viel los. Strom verlegen wir dann gleich. Sammeln. Bergbaumaschine. Moment. Jetzt. Da will ich gleich immer zwei hin machen. Sieben. Vielleicht nochmal sieben. Ah, da waren acht. Oder so. Passt. Gut. In welche Richtung haben wir denn Platz? Also ich will schon auch wieder sagen, wir bauen... Das ist hier übrigens der Äquator, kann das sein? Wurde auch gesagt, da soll ich meine Produktionslinie entlang ziehen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ja. Und danach forschen wir mal das mit den Foundations oder das Aufschütten hier, dass ich das ganze Wasser mal wegmachen kann. Halt, ich brauche jetzt hier einen Verteiler. Und Förderbänder. Geil. Wo muss ich denn hin? Shows there aren't any natural silicone veins on this planet. You can still obtain some silicone by smelting stone ores. Ah. In order to collect a large amount of silicone,
find a planet with silicone veins as soon as possible. Okay, man kann Silizium finden beim Schmelzen. Das Problem ist, ich finde immer meine Base da hinten. Das Trümpfe. Dann nehmen wir auch gleich Strom mit. Was ist da oben gewesen? Ich habe da irgendwas gesehen in der Luft. Irgendein Schwarm oder so. Ah, guck mal, die stacken richtig schön hoch. Geil. When building a conveyor belt, confirm its starting point and end point. Ja, das brauchst du mir jetzt nicht mehr sagen, Kollege. Use down arrow to lower the conveyor belt one level if it has been raised. Press keypad. Fängt er jetzt an, mir zu erklären, wie es Förderband funktioniert? Naja. Okay, jetzt können wir das mal mit den großen Strecken nutzen. Hier wäre übrigens auch nochmal Eisen gewesen. So, wo muss ich hin? Lob dahinter. Habe ich keine mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Fliegen und bauen gleichzeitig ist halt, das geht richtig auf den Strom. So, direkt auf dem Äquator. Bam, oder auf dem Nord- oder Südpol. Was habe ich hier irgendwo eine Karte? Nordpol, glaube ich. Kann das sein? Und dann setzen wir das mal hier so her. Perfekt. Forschung ist fertig. So. Sonnenkollektor. Schauen wir uns gleich mal an. Aber was hatte ich vorher gesehen? Das hier. Reklamation. Keine Ahnung. Aber schaut ein bisschen so aus, als wenn ich aufschütten könnte. Kostet auch 400. Das wird ein bisschen dauern, denke ich mal. Strom. Also ich kann einen bauen, weil wir einen haben. Das machen wir auch. Oh Gott, das ist ja klein. Das ist ja fast süß. Südpol. Nicht Nordpol. Südpol, in der Nähe des Südpols. Das finde ich mega geil, diese Meilensteine. Also, wir waren stehen geblieben, jetzt das hier erstmal zu verbinden. Hier rein. Ah, so macht das nicht. Ja, er macht so ein bisschen die... Also hier sieht man es natürlich ganz krass jetzt, weil wir am Südpol sind. Das sind natürlich die kleinen Kästchen, alle noch viel, ja... konkav oder so heißt das, glaube ich. Man sieht richtig den Bogen. Deswegen macht es Sinn, vielleicht so entlang zu bauen. Dann müsste eigentlich das eigentlich. Also, wenn ich, genau das Förderband, wenn ich jetzt ziehe einmal um den Planeten, komme ich hier wieder raus und es müsste schnurstracks gerade sein. Und nicht so krumm wie hier. Also, dann bekommt ihr auch nochmal Strom, bevor ihr jetzt das Heulen anfängt. So, wunderbar. Also, was natürlich jetzt super blöd war, dass ich jetzt hier. Aber egal, wir machen das jetzt einmal. Schmelzen. Ich würde es wirklich so machen wollen. Zack. Foundation erforderlich. Die Frage, also wir machen hier Eisen, ja?
Eigentlich sollte... Kann ich die durchgreifen lassen? Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, oder? Oder vielleicht doch? Das scheint jetzt hier nicht zu funktionieren. Das will ich aber trotzdem testen. Ich verliere ja nichts. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn. Ich brauche nämlich 2 Abstand. Ja, aber woher soll denn er wissen, dass er das Eisen durchgreifen soll? Also das Erz und nicht die Baden. Vielleicht nochmal Rezept einstellen? Nee. Das geht so nicht. Schade. Dann können wir sie direkt nebeneinander stellen. Dann muss ich das auch hier anders machen. Gehen jetzt hier einmal runter und gehen so rüber. Ja, hier sind wir jetzt schon, wir sind jetzt nicht mehr ganz auf dem Südpol, also auf dem Äquator, dann ist es hier schon wieder ein bisschen konkav, heißt das, glaube ich, wenn das so zugeht. So, jetzt stelle ich das Rezept das 4. Mal ein. Vielleicht macht das auch mehr Sinn, da warte ich mal auch ein bisschen, was ihr dazu sagt, dass ich das Förderband da drauf mache und die Anlagen dann an der Seite hin verteile. Müsste man mal gucken. Was wir auf jeden Fall mal machen, wir merken gerade noch, oder ich merke zumindest, dass wir extrem viel Forschungspunkte brauchen und ich fast keinen Strom mehr habe. Hey, Moment mal, ich generiere immer noch 80 Kilowatt. Habe ich nicht vorher irgendwas geforscht oder war das was anderes? Kann es sein. Dann hauen wir jetzt mal das ganze Kleinzeug da noch weg. Kohle. Ich glaube, Wasserstoffbrennstab hauen wir mal noch rein. Dann hauen wir das hier mal noch mit rein. Nur Kraftstoff. Bist du kein Kraftstoff? Nee. Ich würde gerne die Forschung. Jawohl. Wir fliegen mal hin. Also da werden wir auf jeden Fall weitermachen, dann auch mit dem Kupfer. Aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, wie ich das gemacht habe. Deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen auch da auf euch warten. So, das sind jetzt noch 50 Stück. Wir schauen mal nochmal, wo würde es weitergehen. Kristallschmelze. Da brauche ich jetzt schon die roten. Titanverhütung. Da brauche ich auch schon die roten. Und alles, was grau ist, geht gar nicht. Was blau ist, kann ich machen. Prozessor, das würde sogar tatsächlich so gehen, aber da brauche ich schon wieder Silizium. Hey, das ist doch doof, dass es doch von Anfang an kein Silizium gibt, oder? Was bist du? Was ist ein Polyferrator? Polyferrator, bitte Anschluss über den... Aha. Ah, es ist quasi sowas wie... Ah, ich verstehe. Es ist sowas wie... Okay, Moment. Steht sogar eine Prozentzahl dabei, kann das sein? 25%. Ja, also es kommt ein Produkt. 10 pro Minute, sagen wir mal. Und wir besprühen das jetzt. Und dann kann das sein, dass es nach der Verarbeitung zum nächst höheren Produkt dann keine 10 rauskommen, sondern 12 oder 13. Das ist so ein bisschen Multiplikator. Mäßig ist. So Glücksfaktor-mäßig irgendwie. Ja. Warum nicht? Brauche ich aber nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Teutonium. Teuterium. Ja, das könnte ich machen. Mit dem Prozessor. Habe ich nicht. Schwefelsäure, Kunststoff.
Da hier, Energiematrix. Ich glaube, das ist... Was haben wir hier? Soll ich auch schon die roten. Also Moment mal, wir haben jetzt hier irgendwie was freigeschalten mit... Da. 123.000 Erdhaufen habe ich. Was mache ich jetzt? Adern wiederherstellen. In diesem Modus kannst du Foundations, die vergrabene Adern... Verstehe ich nicht. Sind es dann wahrscheinlich Adern, die unterirdisch sind? Gibt es das auch, ja? Ohne Deko. Bodenpfade 1527. Ja klar, natürlich. Wo bekomme ich denn die Bodenpfahlstiftung? Muss ich das echt bauen? Okay, das ist aber eine richtige Foundation. Das verstehe ich. Aber wo bekomme ich denn die Bodenpfahle her? Bei Gebäude. Ist das ein Gebäude? Scheint mir nicht so, gell? Guck mal hier rein. Nee. Ja, gut, aber... Ich kann die quasi, aber... Mangel an... Wo bekomme ich denn die Bodenpfeile her? Wahnsinn. Vielleicht sollte ich das mal machen. Kann ich da welche bauen? Also Frage wäre auch auf jeden Fall schon mal, wie kann ich was wegschmeißen? Ich kann es entnehmen, aber ich kann es nirgendwo... Gibt es da sowas wie einen Shredder dann oder so? Also jetzt habe ich auf jeden Fall diese komischen Bodenplatten. Mal wir testen das jetzt einfach. Wofür komme ich diese Bodenpfahle her? Wo waren das? Hier. Gleich. Hey, das muss doch dann da irgendwo gewesen sein, oder nicht? Gibt es hier irgendwie eine Suche, wo ich nachgoogeln kann? Quasi so ein Index, Bodenpfahle eingeben kann? Statistiken. Inventar. Bauen. Forschung. Moment, vielleicht soll ich es mal ganz durchlesen. So, Moment mal. Wenn das Fundament für Hochland verwendet wird, erhält man Bodenpfahle. Ah, okay. Also, wenn ich jetzt sage, wir machen hier... Wenn das Fundament für Hochland verwendet wird, erhält man Bodenpfähle. Wie das Fundament jedoch für Ozeane. Also das Bodenpfahl hört sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube,
wenn ich jetzt hier irgendwo was baue, auf einem Hügel oder irgendwo was, habe ich natürlich jetzt hier nicht, oder? Doch, ich brauche hier auch welche. Das heißt, auf dem Berg oben drauf. Ich habe aber keinen Berg. Aber ich muss doch das hier irgendwie aufschütten können. Ich will das nicht hier haben. Erdhaufen. Komisch. Also, so ganz verstanden habe ich das noch nicht. Vielleicht kommt da noch was. Wir gucken mal ganz kurz, wie würde es da weitergehen? Gar nicht mehr. Ja, da brauche ich die Infos von euch. So, wichtig. Ja, ist ja gut. Gebäude. Wir schauen uns das mal noch an, auf jeden Fall. Das bauen wir übrigens auch neben der anderen Forschung hin. Ich weiß nicht, ob ich die übereinander bauen kann und so ein bisschen mischen. Hast du wieder Fragen über Fragen. Als wichtig, also Priorität Nummer 1 hat, wie bekomme ich das Wasser weg? Das wäre ganz gut, weil hinten wird es ein bisschen eng. So, wir wollen die hier machen. Und dazu brauche ich, das geht eigentlich, Graphit und den Wasserstoff. Dann würde ich sagen, also Ziel beim nächsten Mal soll es sein, dass ich irgendwie rausfinde, wie man das Wasser wegmachen kann, wenn man es überhaupt wegmachen kann. Dass wir hier auf, ich würde mal sagen, mindestens auf 3-3 gehen oder auf 4-4. Also 4 produzieren, 4 verbrauchen. Und das gleiche auch mit der roten Forschung machen. Hier da drüben. Deswegen eigentlich wäre es geil, wenn ich hier diese Pfütze da so zumachen könnte. Transport. Weiß ich noch nicht, wie das funktioniert alles. Ja, vielleicht geht es auch gar nicht, dass man das zuschütten kann. Aber wozu habe ich dann die ganze Erde eingesammelt? Das Problem ist... Ja, und dann ist auch die Frage, macht das eventuell überhaupt Sinn, dass wir die beiden Forschungen nebeneinander machen? Weil theoretisch wäre es total easy. Hier Graphit, hier den Wasserstoff einfach anschließen. Bam, zack, boom, fertig. Könnte man auch machen. Ich hätte es halt gerne beieinander, aber da ist halt eh so wenig Platz. Naja, gut, muss ich mal gucken, wie wir das machen. Es wird alles sehr, sehr dramatisch auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.